fangen wir ja Schneidwerk an hier. Alter, hängt da Schneidwerk an. Och Gott, ey, was ist denn hier los? Ich muss, glaube ich, gleich mal aufhören hier am besten. Ist hier Multitasking, ey, ohne Witz. Jawohl, Langgang, sehr schön. Das haben wir geschafft. Das hätten wir geschafft, dann fahren wir da Dröhrchen mal wieder raus. Und dann fahren wir mal wieder hier an die Stelle ran und dann dies, dann das und ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. So, dann jetzt hier den noch schnell wieder dahin. So, dann mache ich gleich mal eine Aufnahmepause. Und dann geht es halt in der nächsten Folge weiter. Wie gewohnt, wie gehabt, zur selben Zeit, am selben Ort. Am selben, auf was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Zur rechten Zeit, am... Nee, warte, zu jeder Zeit, zu jedem Tag... Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich hier sage gerade im Moment, ey. Das ist... Ist einfach... Hört einfach nicht mehr zu. So. Hey, was habe ich denn da jetzt? Ich kann auch gerade gar nicht auf dem anderen Desktop gehen. Ja, das ist doch schön. Bisschen Action hier. Bisschen Pferde reiten oder so. Ja, tun wir ja eigentlich, ne? Im eigentlichen Sinne reiten wir ja die Pferde hier. Jawohl. Action pur. Der Trailer vom Landwirtschaftssimulator 2013. Wir sind hier am Rapsdreschen und wir sind mit voller Action und Vollmelan dabei. Ich weiß gar nicht, was es gibt. Hier gibt es einen Drescher, einen Trecker mit Gewicht und einem Anhänger hinten dran. Wir sind am Ernten. Das Feld ist gedüngt und wir sind einfach die Pferde am, sind am Reiten hier. Da drüben die Kühe natürlich auch noch auf der Wiese. Es ist einfach das wahnsinnig geile Spiel. Es ist wirklich einzigartig. Es ist das Beste. Ja, man kann es wirklich nur empfehlen. Das Geilste hier auf diesem Kanal natürlich zu sehen von diesem Spiel. Es wird alles repräsentiert. Und ja, was kann ich noch sagen? Wir ernten das, wir ernten den Raps. Hier wird alles runtergerissen. Ihr seht schon hier, das halbe Feld ist schon runter. Wir sind in den letzten Zügen. Und dann sind wir auch gleich am Ende dieses Trailers angekommen. Das Spiel ab heute in den Geschäften. Man kann es jetzt kaufen. Für nur, ich weiß nicht, ich habe den Preis leider gar nicht im Kopf. Aber es ist einfach das Geilste, das Beste, das einfach unheimlich geilen Farming Simulator. Ja, das war doch ein geiler Trailer für den Anfang. So. Ayo. Siehste, weißt du Bescheid? Ah, wie geil, wie herrlich einfach. Gerade voll relaxed. So, ein bisschen Innenansicht nochmal. Und ein bisschen Frontansicht und ein bisschen hinten und ein bisschen Rück und ein bisschen weiß was ich was. So, das Feld mache ich noch fertig, denke ich mal. Hoffe ich mal, dass ich das jetzt noch schaffe. Oder auch nicht, je nachdem, wir schauen mal. Und dann geht es halt in der nächsten Folge weiter. Beziehungsweise wir sind ja noch lange nicht fertig, ne? Das ist ja das Schöne. Und wir haben ja Zeit, es hetzt uns ja gar keiner. Ne, und von daher, ja, haben wir natürlich noch Zeit. Und wie gesagt, wie schon gesagt und erwähnt, es ist noch einiges geplant im Landwirtschaftssimulator.
Ne, wie gesagt, mit Gastrollen und so weiter, mit Events am Wochenende, je nachdem, pipapo, wie man halt so Zeit und Lust hat. Das Problem ist natürlich, ich kann natürlich alles sagen, aber es ist natürlich auch einiges an euch, weil wenn ohne euch bin natürlich auch ich nicht und deswegen brauche ich da halt auch ein bisschen Input von euch, wenn ihr sagt, boah, Bauer, geile Sache, ich bin dabei am Wochenende. Ne, denn jetzt nicht dieses oder nächstes, sondern irgendwann vielleicht mal. Ne, vielleicht jetzt, keine Ahnung, ziemlich früh oder halt, keine Ahnung, nächsten Monat oder so, je nachdem, das muss man mal alles durchrechnen und gucken und so, wer so Zeit hat. Aber wer dann sagt, boah, geile Sache, da wäre ich geil, ganz gerne dabei, das würde ich super gerne mitmachen, dann wäre das cool zu wissen, weil ansonsten kann ich nicht weiter planen. Ne, deswegen würde das ganz gut sein, wenn ihr da mal ein bisschen was drüber sagt und sagt, wie ihr das findet. Und wie gesagt, auf meiner Homepage ist auch eine geile neue Kommentarfunktion. Da könnt ihr jetzt mit Facebook, Google Plus und was weiß ich nicht alles, könnt ihr da Kommentare schreiben. Das heißt, ihr braucht euch nicht registrieren neu oder so. Ihr könnt einfach eure vorhandenen Accounts, Dingsbums, Dings da einfach benutzen und dann einfach loslegen zum Tippen. Also es ist wesentlich einfacher. Ja, wenn ihr jetzt quasi den Landwirtschaftssimulator, den Part jetzt den aktuellen dann auf der Homepage findet, einfach mal draufklicken und dann ganz runter scrollen, da werdet ihr die Kommentarbox sehen und da könnt ihr dann natürlich auch Kommentare schreiben und posten und was weiß ich nicht alles machen. Na, nur damit ihr das einmal wisst und so. Boah, nee, Alter, was ist denn jetzt los? Ja, keep dreaming, genau das brauchen wir jetzt. Ja. Wir liegen schon in unseren Federn und träumen, dass wir gerade dieses Feld am Abernten sind. Das ist mein größter Wunsch, dass wir dieses Feld einfach mal abernten. Aber wir sind ja gerade am Abtanken und wir sind voll dabei. Es ist einfach herrlich. Das ist schon meine ganze Zeit mein Traum. Ich träume immer nur von der Landwirtschaft. Ich träume immer nur vom Arbeiten auf Feldern. Und ich weiß gar nicht, was ich ohne dieses machen würde. Aber eins würde ich doch ganz gerne mal ausprobieren. Und das wäre einfach mal eine Runde auf so einem Bauernhof zu wohnen, da ich leider selber keinen habe. Ja, das wäre wirklich schön. Ich weiß nicht, das ist mein allergrößter Traum. Ich muss hier, glaube ich, gleich schon selber weinen, wenn ich das so sage. Alter, nee, ey. Das ist echt mein Traum. Ich träume gerade. Ja, ich habe die Bilder im Kopf, dass ich hier mit einem Drescher übers Feld fahre und einfach mal am Ernten bin und Geld dabei verdiene. Aber da ich selber keine Farm habe, träume ich einfach davon. Als kleines Kind, wo ich noch 5 Jahre alt war, da habe ich schon ganz gerne immer mit diesen Siku-Dingern gespielt. Da habe ich immer mit meinen Freunden zusammen Hof aufgebaut. Da haben wir zusammen immer alles bewirtschaftet. Das war echt super schön. Tja, was kommt jetzt als nächstes? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind wir gleich. Ja, alles klar. Sind wir gleich mit dem Feld hier fertig. Alter, halt die Klappe da hinten im Hintergrund, Frau, Alter. Auf jeden Fall sind wir gleich fertig mit diesem Feld und dann müssen wir in der nächsten Folge halt ein bisschen grubbern und so.
ein bisschen diesen ganzen Kram machen, aber das ist natürlich auch so ein bisschen Spielkram. Natürlich muss man das auch machen, das gehört dazu, aber ich weiß nicht, was ihr dazu sagen würdet, wenn ich ein bisschen was offscreen machen würde, aber das wäre ja auch langweilig, weil ihr dann ja immer nur das Dreschen oder das Hexen oder sonstiges seht. Deswegen würde ich das halt ganz gerne alles direkt quasi halbwegs live im Let's Play quasi machen. So. Ja, jetzt fahren wir hier noch kurz runter und dann sind wir auch fertig. Dann sortieren wir nächste Folge dann den ganzen anderen Kram. Und dann haben wir das. Dann haben wir das. Ja, I told you. That's right. Listen to me, ja? Aha, oh yeah. Aha. I told you. Ah, yeah, aha. Alter, ey. Hat die auch noch irgendwelche anderen Sätze oder nur I told you, I told you, I told you. Aha, aha, aha. I want the whole world to hear. Ah, yeah. Radio. Ah, that's right. Pull it up on YouTube and watch the video. So, meine lieben Freunde. Der letzte Kackstreifen hier. Und ich muss gleich auch mal irgendwo hin, Alter. Ich hab hier voll den Blasendruck gerade. Ich muss mega irgendwie... Naja. Schauen wir mal, wenn wir hier gleich fertig sind, dann geht das los. Was sagt die Uhr eigentlich gerade? Ich hab gar keinen Plan. Oh, es geht ja noch. Haben wir noch ein bisschen Zeit, Alter. Wer hat da so heselig geparkt, Alter? Boah, das geht ja gar nicht klar da. Voll einfach dahin geschissen, da einfach an den Rand daran. So. So, so, so sieht's aus. Clap your hands. Ah, das geht nicht. So, meine lieben Freunde. Es sieht so aus, dass wir jetzt gleich fertig sind mit diesem geilen Stück hier. Es hat ordentlich was gebracht durch das Düngen. Das ist bombastisch gut. So, dann würde ich ganz einfach sagen, wir sind durch damit. Das heißt, ich werde hier nochmal die Pipeline rausfahren, dass wir das in der nächsten Folge das auskippen, abtanken können. Und dann würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, wie mir, dann haut den Daumen nach oben, knüppelt ihn nach oben, teilt es mit euren Freunden. Das wäre mega geil. Nee, ich gehe jetzt nicht mal auf die Musik ein. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, haut ihr rein, bis zur nächsten Folge und adios und ciao, ciao.